Ja, hallo und herzlich willkommen zurück aus dem heimischen Wohnzimmer. Und ich möchte heute einen doch relativ dicken Wälzer vorstellen. Biblische Dogmatik, eine Einführung in die systematische Theologie von Wayne Grudem. Und bevor wir auf das Thema zu sprechen kommen, erstmal zu Wayne Grudem selbst. Das ist dieser Herr hier links unten. Und ihr könnt wie immer kurz Pause machen und euch durchlesen, wer dieser Herr ist und wo er überall studiert hat und wo er lehrt. Und gleichzeitig die ISBN-Nummer und mal schauen. Ne, der Preis steht nicht dran. Das Werk kostet, glaube ich, um die 70 Euro. Ist aber absolut gerechtfertigter Preis. Hier auch noch ein bisschen lobende Worte von diversen Pastoren und Bibellehrern der heutigen Zeit. Einige sind bekannt, John Piper, J.I. Packer werden allen bekannt sein, die sich so ein bisschen über den Atlantik begeben und ab und zu auch mal Predigten oder Bücher aus Amerika lesen. Und natürlich sind auch ein paar Deutsche dabei. Christian Wegert müsste dem einen oder anderen bekannt sein. Der hat die Arche in Hamburg. Und alle, die Evangelium 21 kennen, die wissen auch mit Herrn Lohmann was anzufangen. Also wie gesagt, wenn ihr euch das durchlesen wollt, macht Pause. Ich werde versuchen, nicht zu lange zu brauchen, aber das ist doch wirklich ein sehr umfangreiches Werk. Und ja, es wird wahrscheinlich ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Erschienen ist das Ganze, ich glaube, 2013, aber ich bin mir nicht sicher. Das Copyright ist auf jeden Fall von 2013. Und ganz am Anfang kommen wir auch zum Inhaltsverzeichnis und man sieht schon beim Umblättern des Inhaltsverzeichnisses, dass es ein sehr umfangreiches Werk sein wird. Es hat insgesamt, mal kurz schauen, 1430 Seiten. Ist also ein ziemlich dicker Wälzer. Und wenn man die Inhaltsangabe mal durchgeht, bekommt man ganz am Anfang eine Einführung in die systematische Theologie. Die Definition, was ist das überhaupt? Nicht jeder Laie kann was damit anfangen. Deswegen wird es ausführlich erklärt. Und dann kommt gleich der erste Teil, die Lehre von Gottes Wort. Und dann die Unterkapitel, das Wort Gottes. Welche sind die verschiedenen Formen des Wortes Gottes? Was gehört in die Bibel hinein und was nicht? Zum Thema Kanon der Heiligen Schrift. Da wird auch vieles ja, erklärt, was heutzutage so ein bisschen unklar ist oder manchen Menschen unklar ist. Dann die vier Wesensmerkmale der Heiligen Schrift, Autorität, dann die Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift. Enthält die Bibel irgendwelche Irrtümer? Und man merkt schon beim Lesen der Inhaltsangabe, dass viele ja, Fragen beantwortet werden, die den Christen, Bibelleser, Apologeten der heutigen Zeit doch beschäftigen. Die Klarheit der Heiligen Schrift. Können nur Bibelgelehrte die Bibel richtig verstehen? Dann die Notwendigkeit. Zu welchem Zweck ist die Bibel notwendig? Wie viel können Menschen ohne die Bibel über Gott erkennen? Dann die
Genugsamkeit. Genügt die Bibel für die Erkenntnis in Bezug auf unser Denken und Handeln? Und dann geht es weiter zur Lehre von Gott, die Existenz Gottes. Wie und woher wissen wir, dass Gott existiert? Die Erkennbarkeit Gottes. Können wir Gott wirklich erkennen? Das Wesen Gottes, ein sehr interessantes Kapitel. Wie unterscheidet sich Gott von uns? Das ist, glaube ich, sehr, sehr lesenswert. Da werden doch viele menschliche Eigenschaften auf Gott übertragen, die so nicht zutreffen. Und das wird hier nochmal aufgedröselt. Dann das Wesen Gottes, mittelbare Eigenschaften. Inwiefern ähnelt Gott uns in seinem Wesen? Gibt es zwei Teile davon. Dann Gott in drei Personen, die Dreieinigkeit. Wie kann Gott drei Personen und auch ein Gott sein? Das ist vielleicht auch interessant für alle, die versucht haben, die Dreieinigkeitslehre irgendwie verbal zusammenzufassen, vielleicht mit Nichtchristen zu diskutieren und aber nicht wissen, wie sie das gut erklären können. Seit dieses Kapitel nahegebracht und dann die Schöpfung. Warum, wie und wann schuf Gott das Universum? Auch sehr interessant. Es gibt eigentlich keine nicht interessanten Themen in diesem Buch. Gottes Vorsehung. Dann Wunder. Was sind Wunder? Können sie heute geschehen? Entschuldigung. Das Gebet. Warum möchte Gott, dass wir beten? Und wir sind erst bei Seite 400, wie man sieht. Es ist sehr, sehr umfangreich. Dann Engel, dann Satan und Dämonen. Die Erschaffung des Menschen, das ist schon der dritte Teil, die Lehre vom Menschen. Der Mensch als Mann und Frau, warum erschuf Gott zwei Geschlechter? Die Wesensbestandteile des Menschen. Was meint die Bibel mit Seele und Geist? Dann Sünde. Was ist die Sünde? Woher kam sie? Erben wir von Adam eine sündige Natur? Erben wir von Adam Schuld? Also super interessante, super aktuelle Fragen. Die Bünde zwischen Gott und dem Menschen. Welche Prinzipien bestimmen die Beziehung Gottes zu uns? Und dann ist schon der vierte Teil. Die Lehre von Christus und dem Heiligen Geist, die Person Christi, wie kann Jesus vollkommener Gott und Mensch und doch nur eine Person sein, die Versöhnung, war es notwendig, dass Christus starb? Man kann dieses Buch als Frage- und Antwortbuch sehen. Es erklärt aber auch so ziemlich jede Lehre des Christentums, sage ich mal, und auch verschiedene Standpunkte. Also es ist nicht auf ein Standpunkt irgendwie festgelegt. Das ist also kein von mir aus calvinistisches Buch, das nur den calvinistischen Standpunkt beleuchtet, sondern es ist, ich würde mal sagen, konservativ-evangelikal. Dann die Auferstehung und Himmelfahrt, die Ämter Christi, inwiefern ist Christus Prophet, Priester und König, das Werk des Heiligen Geistes. Wir sind immer noch in der Einleitung. Die Lehre von der Zueignung und Erlösung ist Teil 5, allgemeine Gnade, Erwählung und Verwerfung, der Ruf des Evangeliums und die wirksame Berufung, Wiedergeburt, Bekehrung, Rechtfertigung. Ich lese gerade nur die Kapitel so ein bisschen durch. Die Taufe und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das Aussagen der Heiligen. Der Tod und der Zwischenzustand. Da verkaufen sich ja
teilweise Bücher ohne Ende. Ah, draußen ist eine Hochzeit, Entschuldigung, falls man die Hubgeräusche hört. Dann Teil 6, die Lehre von der Kirche. Die Kirche, ihr Wesen, ihr Kennzeichen und ihre Aufgaben. Die Reinheit und Einheit der Kirche, die Vollmacht der Kirche. Und da wird wirklich alles erklärt. Ich glaube, wenn jemand dieses Buch durchgearbeitet hat und dann immer noch Fragen hat, dann ist es, ja, herzlichen Glückwunsch. Dann die Gabe des Heiligen Geistes. Und Teil 7, die Lehre von der Zukunft. Die Wiederkunft Christi. Wann und wie wird sie erfolgen? Das tausendjährige Reich, das jüngste Gericht, der neue Himmel und die neue Erde und historische Glaubensbekenntnisse kommt dann ganz unten. Es ist also ein absolut umfangreiches Buch, allein für die Inhaltsangabe. Vielleicht bin ich aber auch einfach nicht fähig, das kürzer zusammenzufassen. Haben wir 10 Minuten gebraucht. Dann die Abkürzungen und dann kommt das Geleitwort vom Übersetzer. Auch da, wenn ihr es euch durchlesen wollt, wie gesagt, macht Pause. Und dann das Vorwort vom Wayne Grudem selbst, wo er ein bisschen erklärt, was er mit diesem Buch erreichen wollte. Und das Schöne ist, das ist zwar für Studenten geschrieben, aber es ist auch für den ganz normalen Christen wie du und ich geschrieben. Ja, Wayne Grudem hat versucht, hier in diesem Buch nicht allzu sehr auf theologische Begriffe einzugehen oder sie zu benutzen, sodass jeder dieses Buch verstehen kann. Es gibt ja auch ein paar andere Herausgeber von systematischen Theologiebüchern und die sind wirklich voll gespickt mit Fachbegriffen und eigentlich so geschrieben, dass fast nur ja, Theologen das verstehen. Und er hat es geschafft, das für die breite Masse leicht verdaulich und gut zugänglich zu schreiben, sodass jeder ohne Studium dieses Buch lesen kann und verstehen kann, was er meint. Und wir überspringen mal das Vorwort, das ist nämlich ein bisschen umfangreicher. Und gehen gleich zu Kapitel 1 über. Und das ist auch sehr systematisch aufgebaut. Also hier immer die Kapitelzahl. Dann die große Überschrift mit Unterüberschrift. Einführung in die systematische Theologie. Und dann wird erklärt mit Definition und so weiter, was das überhaupt ist. Ganz unten haben wir dann Fußnoten, die nochmal etwas näher erklären, Quellenangaben zum Beispiel mit rausgeben oder ja, Wortbedeutungen vertiefen. Und das ist bis ungefähr Seite 43. Manchmal sind die Fußangaben auch deutlich, ja, deutlich größer und ausführlicher. Und ganz zum Schluss eines Kapitels kommen dann meistens diese schönen Seiten, Fragen zur persönlichen Anwendung, wo man das Gelesene nochmal vertiefen kann und nochmal nachprüfen kann, ob man das auch verstanden hat, was man gelesen hat. Gibt es noch besondere Begriffe, die hier vorkommen? Und die Bibliografie.
Und weil das Buch ja aus dem Englischen übersetzt ist, Wayne Grudem ist ja Amerikaner, kommt da nochmal eine deutsche und englische Gegenüberstellung. Und dann eine Bibelstelle zum Einprägen. Und ganz unten das Loblied. Ja, und dann geht es tatsächlich, nachdem man jetzt mittlerweile über 50 Seiten gelesen hat, was die systematische Theologie eigentlich ist, tatsächlich los mit dieser und mit der Lehre vom Wort Gottes. Hier kommt immer Teil 1, es gibt, glaube ich, 6 oder 7 Teile. Müsste ich 19. mal gucken. Ach du meine Güte, das ist schwer umzublättern mit dieser also es gibt auf jeden Fall 3 Anhänge. Und das tausendjährige Reich. Ich glaube, es gibt 6 oder 7. Da haben wir ja gerade in der Inhaltsangabe gelesen. Wieder sehr gut vorbereitet von mir. Teil 6, Teil 7, ja, es gibt 7 Teile. Teil 1, die Lehre vom Wort Gottes. Und dann das zweite Kapitel, das Wort Gottes. Welche sind die verschiedenen Formen? Und dann wird das Wort quasi aufgedröselt. Das Wort Gottes als eine Person. Jesus Christus ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes als Rede von Gott. Gott redet durch die Bibel. Dann das Wort, Gottes Wort als persönliche Anrede. Gottes Wort als Rede durch menschliche Lippen. Zum Beispiel durch seine Propheten. Gottes Wort in schriftlicher Form, die Bibel. Also es wird sehr, sehr ausführlich behandelt und jeder Punkt aufgedröselt. Dann kommt der Schwerpunkt der Studie und dann wieder Fragen zur persönlichen Anwendung. Besondere Begriffe. Dann die Bibliographie. Und wieder die Gegenüberstellung Deutsch-Englisch. In diesem Buch wird, wenn ein Psalm oder ein Abschnitt aus der Bibel verwendet wird, wird es immer angegeben, wenn es eine andere Übersetzung ist als die Schlachter 2000. Es gibt auch so manche ja, Übersetzungen, die schwer übertragbar sind, weil ich glaube, die Übersetzung, die hier benutzt wurde, war die wie heißt die Übersetzung, die hier benutzt wurde? Unter anderem die NIV, soweit ich weiß, und NASB und nochmal eine Übersetzung. Die mir gerade nicht einfällt. Und nicht immer ist die Übersetzung 1 zu 1 übertragbar. Aber in der Regel ist es die Schlachter 2000 und wenn nicht, dann wird es dahinter
eingefügt. Dann der Kanon der Heiligen Schrift dürfte für viele auch sehr interessant sein, wie die Bibel entstanden ist. Kanon des Alten Testaments. Geht einige Seiten lang. Es ist alles sehr übersichtlich aufgebaut mit Zwischenüberschriften, Zitaten, da wo sie eingesetzt werden, sind auch markiert, aus welchem Buch, meistens unten im Anhang erklärt. Kanon des Neuen Testaments. Und wie sie entstanden sind. Und wie gesagt, es gibt Punkte, die heutzutage unter den Denominationen strittig sind, zum Beispiel um die Geistesgaben, ob sie heutzutage noch aktiv sind, ob man immer noch Propheten hat und Heiler und so weiter, oder ob das in der apostolischen Zeit war und danach aufgehört hat und so weiter. Und Wayne Grudem erklärt alle Standpunkte. Und ja, legt sich nicht so fest auf einen Standpunkt und erklärt dann nur diesen, sondern man bekommt alle Sichtweisen auf ein Thema quasi zu lesen und kann sich dann selber sein eigenes Bild machen. Wir haben auch öfter mal so Schaubilder, die versuchen, schwierige Themen vielleicht auch ein bisschen optisch näher zu erklären. Und ganz zum Schluss, das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen, weil es doch einige Lieder und Gedichte sind, die ich manchmal nicht kenne. Kommt immer ein Loblied oder ein schönes Gedicht. Und ja, da lernt man auch ein paar neue Sachen kennen. Hier zum Beispiel die Rechtfertigung vor Gott und der Versuch, das bildlich darzustellen. Also es ist wirklich, wirklich verständlich geschrieben. So ganz am Anfang, wenn man dieses Buch in der Hand hat, da schreckt es so ein bisschen ab, weil es doch wirklich ein sehr dicker Wälzer ist. Und aber wenn man anfängt drin zu lesen, wird man doch sehr schnell darin gefangen und möchte gar nicht mehr aufhören. Und ja, ich kann jetzt nicht auf alles eingehen. Ich habe gedacht, ich mache das ein bisschen ausführlicher, aber ich sehe schon, wir sind bei 23 Minuten und auf die einzelnen Themen einzugehen wäre, glaube ich, verrückt. Da würden wir morgen noch hier sitzen. Aber ja, damit ihr vielleicht so ein bisschen den Überblick bekommt über dieses Buch. Es ist immer das Kapitel, die Überschrift mit einer Frage, warum sterben Christen? Und dann die Erklärung dazu. Oder mit einer Aussage, der Tod ist für Christen keine Strafe. Und dann die Erklärung dazu. Der Tod ist das Endergebnis des Lebens in einer gefallenen Welt. Und dann geht er näher auf diese Aussage ein, bis er beim Thema Tod mit allem durch ist. Und dann kommt das nächste Thema. Also, für wen ist dieses Buch geschrieben? Für alle, die Fragen haben, denen etwas vielleicht nicht klar ist,
die schon immer etwas in Worte fassen wollten und es aber nicht so gut hinbekommen, die vielleicht eine Anleitung brauchen, um Zusammenhänge besser zu verstehen, die die Bibel und das Wort Gottes und die Aussagen und die Lehraussagen darin schon immer mal irgendwie ordnen wollten oder schon immer mal verstehen wollten, was ist eigentlich mit dieser speziellen Stelle gemeint, was ist mit dieser speziellen Lehraussage gemeint, was gibt es da eigentlich für verschiedene Auslegungen und wo kommt das her? Es ist also eine Vertiefung und eine zusätzliche, ich sag mal, Bereicherung für das persönliche Studium. Und da ist jeder Cent gerechtfertigt, den der Herausgeber für dieses Buch verlangt. Also ich habe es nicht bereut, das Geld auszugeben. Und es ist wirklich verständlich geschrieben. Also ich habe selten irgendwo Probleme gehabt zu verstehen, was er mir gerade sagen will. Wie gesagt, Fremdwörter und Fachbegriffe und Fachausdrücke sind selten und wenn, dann werden sie erklärt. Und es gibt hier wirklich einen sehr umfassenden Bericht zu fast jedem Thema. Was geschieht, wenn Menschen sterben? Auch sehr interessant. Auch interessant für alle Katholiken, für die dieses Buch wahrscheinlich auch, oder was heißt wahrscheinlich, ganz sicher auch eine Bereicherung ist. Die Bibel vertritt nicht die Lehre vom Fegefeuer. Und dann sehr ausführlich, warum nicht? Wo kommt diese Lehre her? Und die Bibel vertritt auch nicht die Lehre vom Seelenschlaf. Oder das hier zum Beispiel, die alttestamentlichen Gläubigen sind die direkt in die Gegenwart Gottes eingegangen. Oder nochmal interessant, sollen wir für Tote beten? Auch das ist ja ein katholisches Thema. Die Seele der Ungläubigen. Und was passiert mit ihr nach dem Tod? Also es sind wirklich aktuelle Fragen, Fragen, über die immer wieder gestritten wird, über die es eventuell auch keinen Konsens gibt. Wenn man ehrlich ist, gibt es einen, aber das zu erklären wäre vielleicht ein bisschen zu umfangreich. Ja, ich glaube, ich belasse es mal dabei, weil, wie gesagt, es geht noch ewig so weiter. 1430 Seiten lang. Vielleicht noch mal ganz kurz der Schluss und die Anhänge. Und zwar fängt hier auf Seite 1290 an. Die historischen Glaubensbekenntnisse, die auch nochmal hier aufgeführt werden. Das apostolische Glaubensbekenntnis, das nizäische Glaubensbekenntnis. Für alle, die Glaubensbekenntnisse noch nie gelesen haben, das Bekenntnis von Chalzedon oder noch nie davon gehört haben. Das athanasische Glaubensbekenntnis. Dann kommt hier nochmal ein Artikel über die anglikanische Kirche und deren Dogmatik und Glaubensbekenntnis. Und
Das Westminster-Bekenntnis von 1647. Auch das wird hier nochmal auf mehreren Seiten erklärt. Das ist doch relativ umfangreich. Das ist immer noch Anhang 1. Ne? Dann das Glaubensbekenntnis der evangelisch-taufgesinkten Gemeinde in Hamburg. Auch das ist ein paar Seiten lang. Also doch einige unterschiedliche Glaubensbekenntnisse. Die Chicagoer Erklärung zur biblischen Irrtumslosigkeit. Das sind alles Artikel und Bekenntnisse, die doch sehr zum Lesen und Studieren einladen. Und ja, man liest ein bisschen über seine eigene Denomination hinaus. Dann eine kommentierte Bibliografie evangelikaler Dogmatiken. Und Anhang 3 ist eine Übersicht der Referenzdogmatiken. Anhang 4, englische weiterführende Literatur. Ja, und das dürfte es, glaube ich, auch schon sein. Ja. Und dann ganz zum Schluss noch der Glossar. Und ich glaube, mit dem Glossar, ja, geht das Buch auch zu Ende auf Seite 1430. Ja. Das war's soweit. Ich höre jetzt auch auf. Ich glaube, ich habe schon sowieso zu lange gemacht. Wer noch dran geblieben ist, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund.